Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Clogs, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Es ist Mittwoch, der 7. Dezember. Hier ist FAN Television, das Magazin. Im Studio Stefan Ortmann. Herzlich willkommen und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere Themen heute: tödlicher Glatteisunfall. Zwei Autofahrer sterben. Außerdem Deeskalationstraining. Kinder lernen, Nein zu sagen. Und auf der Jagd, der Bogensportparcours Diddelsdorf. Es sind die gefährlichsten Tage im ganzen Jahr, wenn die Strecke, die Sie wie Ihre Westentasche kennen, auf einmal tückisch glatt wird. Dann ist jeder Kurvenradius zu klein, jede Geschwindigkeit zu hoch und jede Lenkbewegung zu abrupt. Plötzlicher Wintereinbruch und die Welt dreht sich um einen. Zwei tote Autofahrer, das ist das tragische Resultat des plötzlichen Schneeregens am Abend auf der Autobahn 7 bei Hannover. Henning Düber berichtet. Sie hatten sich wohl nicht den Fahrbahnverhältnissen angepasst und bezahlten dies mit ihrem Leben. Das Autowrack zeigt, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss. Der 23-jährige Fahrer und sein Beifahrer hatten keine Chance. Beide waren auf der Stelle tot. Ein junger Mann, der auf der Rückbank saß, ist der einzige, der überlebt hat. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wir hatten an der Unfallstelle ein durchziehendes Wettergebiet, Schnee- und Graupelschauer. Und dementsprechend auch entsprechend Schneebelag auf der Fahrbahn. Es ist davon auszugehen, dass die Verkehrsteilnehmer an der Stelle dort von der Witterung überrascht wurden. Auf spiegelglatter Straße geriet das Auto auf der Autobahn 7 zwischen Bispingen und Soltau ins Schleudern. Nahezu ungebremst rutschte der Wagen unter einen fahrenden 40-Tonner. Die komplette Fahrerseite des Autos wurde dabei zerfetzt. Die tödlich verunglückten jungen Männer mussten aus dem Wrack befreit werden. Die Rettungskräfte hatten Schwierigkeiten, das Fahrzeug in einem Stück zu bergen. Nach Zeugenaussagen soll das Auto viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Ob fehlende Winterreifen ein weiterer Grund sind, ist noch nicht klar. Zu diesem Unfall hätte es wohl nicht kommen müssen. Doch immer wieder unterschätzen viele Autofahrer die Witterungsverhältnisse. Besonders junge Fahrer. Wenn damit zu rechnen ist, dass stellenweise Schneeschauer auftreten, dann sollte auf jeden Fall die Fahrgeschwindigkeit nicht zu hoch gewählt werden. Auch nicht entsprechend der empfohlenen Richtgeschwindigkeit, sondern weit darunter. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der verletzte junge Mann steht nach wie vor unter Schock und muss psychologisch betreut werden. In Stolzenau bei Nienburg fahndet die Polizei noch immer nach dem 35-jährigen Vater, der flüchtig ist. Er soll seine 13-jährige Tochter mit Kopfschüssen auf offener Straße getötet haben. Bisher fehlt jede Spur. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Ein bisher unbekannter Mann hat in Steierberg im Landkreis Nienburg vor einiger Zeit mehrfach versucht, Kinder in sein Auto zu locken. Zum Glück sind sie nicht darauf eingegangen und haben den Unbekannten bei der Polizei angezeigt. Die Eltern fürchten jetzt um ihre Kinder und fragen sich, wie sie ihre Sprösslinge schützen können. Ständige Bewachung kann und sollte nicht die Lösung sein, aber man kann die Kinder auch stark machen, indem sie Nein sagen. Ayla Önger berichtet. Ein Schreckensszenario für Eltern. Das eigene Kind wird von einem Unbekannten angesprochen. Hier macht das Kind einen folgenschweren Fehler. Es nähert sich zu dicht an das Fahrzeug. Mit erschreckendem Ende.
Der Fahrer greift nach dem Jungen. Zum Glück ist das hier nur eine Übung. Allerdings würden diese Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren wohl genauso reagieren. Heute lernen die Kinder eine wichtige Lektion, um auf dem Nachhauseweg keiner Gefahr ausgesetzt zu sein. Kampfsporttrainer Frank Henning weiß, wie wichtig seine Arbeit ist, denn es kann jedes Kind treffen. Ja. Hier im Landkreis war es so gewesen, dass es im Frühjahr, also in der Region, auch noch ein Stück weit außerhalb des Landkreises, auch Richtung Neustadt zum Beispiel war es gewesen, also Neustadt am Rübenberge, dass dort Kinder von einem Pkw-Fahrer angesprochen wurden, ob sie nicht einsteigen möchten. Und es war halt so massiv letztendlich gewesen, dass es auch schon eine Warnung dann in der Zeitung gegeben hat. Vorsicht walten lassen und heute handeln, das haben sich die Eltern vorgenommen. Ihre Erwartungen sind hoch und sie wissen genau, was ihre Schützlinge in diesem Kurs lernen sollen. Also ich möchte schon, dass er in gewissen Situationen richtig reagiert. Ja, dass er weiß halt, was er zu machen hat. Zu wissen, was man zu machen hat im Ernstfall. Damit haben auch Erwachsene Probleme. Doch die Erwartungen der Eltern sind klar. Und Frank Henning sieht sich hier als Vermittler zwischen Kind und Eltern. Erwachsene möchten, dass ihre Kinder sich lernen zu wehren, dass sie später auch mal selbstbewusst durchs Leben gehen und in der Lage sind, sich gegen Angriffe zu schützen. Das versuchen wir natürlich auch zu vermitteln. Vermitteln muss Frank Henning den Kleinsten erstmal, dass sie den Angreifer körperlich unterlegen sind. Nur schreiend können sie sich Hilfe verschaffen. Jetzt zeigen die Kinder, was sie in der ersten Stunde gelernt haben. Sollst du das sagen? Im Ernstfall würde sich fast jedes Kind zu einem Gespräch verleiten lassen. Deshalb sind mehrere Übungsstunden für Kids wichtig. Kriminalhauptkommissarin Gabriele Mielkes fordert auch Einsatz von den Eltern. Es gibt sicherlich Fehlverhalten von Eltern, die das auch nicht bewusst, nicht so einschätzen, wenn ihr Kind mit einer Geschichte, mutmaßlichen Geschichte nach Hause kommt. Da ist es für uns einfach wichtig, dass die Eltern ja schon mit Respekt und mit Lob mit ihren Kindern sich auseinandersetzen und sagen, das, was du uns jetzt mitteilst, das glauben wir dir. Sicherheit durch kindgerechtes Hinweisen auf Fehler und spielend das Selbstbewusstsein der Kleinen stärken. Insgesamt 2 Monate lernen das die Kinder hier in 7 Kursstunden. Die Kinder werden mit jeder Übung selbstbewusster. Das ist wichtig, denn Täter suchen oftmals gezielt Kinder mit bestimmten Verhaltungsmerkmalen. Gemacht. Wenn ich noch mal zuhaut und immer wieder und vielleicht noch mit der anderen Hand, was kann ich tun? Ich glaube, Kinder, die ängstlich und unsicher sind, die sind immer in Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden. Habe ich ein starkes, ein selbstbewusstes Kind, das Selbstvertrauen hat, stellt es sich dem vermutlichen oder mutmaßlichen Täter auch ganz anders gegenüber und wird dadurch auch weniger Opfer eines Straftäters. Allen Kindern gelingt es am Ende der Kursstunde, sich laut und sicher gegenüber Fremden zu wehren. Und das ist auch schon ein großer Schritt in eine sichere Zukunft für die Kleinsten. Ja, und zu diesem Thema begrüße ich jetzt bei mir im Studio Frank Henning, Deeskalationstrainer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben es gerade gesehen. Sie trainieren ja schon viele Jahre mit Kindern. Wie schwer ist es denn überhaupt, den Kindern beizubringen, klar und deutlich Nein zu sagen? Sehr schwer. Viele Kinder haben es eigentlich nie wirklich gelernt. Das heißt, den Kindern wird halt natürlich erwartungsgemäß von den Eltern beigebracht, sie haben zu hören, wenn ihnen was gesagt wird. Selten wird differenziert, dass es eben durchaus auch Situationen geben kann, in denen ich als Kind Nein sagen muss. Und das ist eben das Problem, was wir versuchen, in den Kursen dann zu beseitigen, den Kindern zu vermitteln, laut und deutlich klar zu machen, ich möchte das nicht. Trifft es denn eher Kinder, die wirklich ruhig sind, die eher angesprochen werden, oder kann man das so pauschal nicht sagen? Es gibt schon den klassischen Opfertypen. Mhm. Es gibt Kinder, die durch ihre Körperhaltung, durch ihr gesamtes Auftreten schnell erkennbar als Opfer zu identifizieren sind. Von daher haben es Täter natürlich, wenn sie lange genug beobachten, auch leichter, ein entsprechendes Kind herauszufiltern, was eben eher dem zu erwartenden Verhalten entspricht. Sind die Kinder im Laufe der Zeit mittlerweile selbstbewusster geworden oder eher das Gegenteil? Also seitdem wir dieses Kursprogramm anbieten, habe ich da keine Veränderung festgestellt.
Ich denke mal, dass die Kinder zumindest ja im Zeitraum seit 2004 da sich nicht deutlich anders entwickelt haben. Wir versuchen eben genau dem entgegenzuwirken und versuchen da schon eine Verhaltensveränderung herbeizuführen. Das Hauptproblem, was wir dabei eigentlich haben, ist zum einen den Eltern auch zu vermitteln, wie sie ihren Kindern klar machen, dass sie Nein sagen, wann sie Nein sagen sollen. Deswegen integrieren wir auch die Eltern in die Kurse. Die sind beim ersten und beim letzten Mal auch mit dabei. Und das zweite Problem, was wir haben, ist, dass eben sehr häufig Kindern auch durch pädagogische Einrichtungen, oftmals an Schulen, bestimmte Dinge beigebracht werden, die so eigentlich nach unserer Auffassung nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel jetzt? Ja, es gibt ganz oft zum Beispiel in Schulordnungen die Regel, dass den Kindern gesagt wird, wer zuletzt haut, hat Schuld. Das bedeutet ganz klar für das Kind, ich darf mich nicht wehren. So erziehe ich eigentlich Opfer. Das müsste man schon viel mehr differenzieren. Definitiv. Gerade wenn ein Täter kommt, dann das bringen sie ja auch bei, mit Zweifelsfall sich loszuschlagen und dann schnell wegzulaufen. Dann. Genau. Die Gefahr besteht wahrscheinlich auch den Kindern, das irgendwie so beizubringen, dass sie es auf der einen Seite spielerisch kennenlernen, aber auf der anderen Seite auch nicht Angst haben. Ich denke, das ist auch sehr schwer, oder? Das Thema Angst ist ein sehr großes Thema, was wir auch als spezielles Themengebiet nochmal mit im Kursprogramm haben. Die Kinder lernen sehr wohl darüber zu reden. Wenn sie Angst haben, sie sollen lernen, das ihren Eltern oder anderen Erwachsenen auch mitzuteilen, sich an vertrauenswürdige Erwachsene zu wenden, zu sagen, ich habe Angst. Und natürlich ist es auch schwierig, so ein Thema den Kindern angstfrei zu vermitteln. Deswegen sollte man eigentlich bei der Auswahl solcher Kursprogramme immer darauf achten, dass diejenigen, die das Kursprogramm durchführen, auch wirklich ausgebildete Pädagogen sind oder Psychologen sind. Denn das ist ein sehr heikles Thema. So ein Schuss in einem Selbstverteidigungskurs kann auch nach hinten losgehen, wenn man nicht versucht, den Kindern das wirklich halbwegs angstfrei zu vermitteln. Und vor allen Dingen, wenn man nicht mit den Eltern zusammenarbeitet. Die Eltern müssen im Laufe dieses Kursprogrammes immer wieder ein Feedback geben, sofern sie zu Hause etwas feststellen, wenn sich irgendetwas in eine Richtung entwickelt, die eigentlich nicht gewünscht ist. Na, die Eltern müssen ja auf der einen Seite auch die Kinder loslassen. Ne? Man will sie ja beschützen von Natur aus. Ist es deshalb auch vielleicht wichtig, dass sie bei den Kursen dabei sind, unter anderem? Ist das auch immer so, wo man sich, man muss sich ja mit denen gut stellen dann in der Hinsicht, ne? Ja, die Eltern lernen in dem Kursprogramm zum einen, wie sie ihre Kinder unterstützen können in der Erziehung zur Selbstständigkeit, in der Erziehung dazu Nein zu sagen. Die Eltern lernen natürlich auch, dass es ganz gut ist, in bestimmten Bereichen die Kinder laufen zu lassen. Zum Beispiel die Kinder ruhig, wenn sie 5, 6 Jahre alt sind, schon mal zum Bäcker um die Ecke zu schicken. Das ist ein völlig normales Verhalten, was man nur nicht aus übermäßiger Angst versuchen sollte, den Kindern dann zu versagen. Was ist denn so das beste Rezept überhaupt für ein Kind? Wir haben es ja schon mal gesagt, Nein zu sagen. Aber wenn es dann tatsächlich mal so weit kommt, was kann denn ein Kind dann auch machen? Laut schreien, Aufmerksamkeit erzeugen. Und am besten wäre es, wenn die Kinder immer laut rufen, lassen Sie mich in Ruhe. Das Sie ist dabei entscheidend. Jeder, der das hört, der muss die Situation nicht sehen. Es reicht, wenn er es hört, im Wohnzimmer vom Fernseher sitzt und draußen schreit ein Kind, lassen Sie mich in Ruhe. Dann weiß er sofort, dass dort ein fremder Erwachsener an einem ihm unbekannten Kind dran ist. Denn also direkt ansprechen auch die Person dann, das Kind. Das Kind soll laut schreien, lassen Sie mich in Ruhe. Nur so kann es Aufmerksamkeit erzeugen. Und einem fremden Erwachsenen klar machen, ich brauche Hilfe. Und es verunsichert natürlich potenzielle Täter, wenn sie ein Kind ansprechen, das Kind auf einmal laut schreit, lassen Sie mich in Ruhe, dann muss er damit rechnen, dass er schon beobachtet wird. Weil jeder sofort weiß, das ist ein fremder Erwachsener, das ist nicht der Papa, nicht der Onkel, nicht der Freund, da ist offensichtlich immer ein fremder Erwachsener. Was beobachten Sie, wenn Sie den Kurs durchführen? Am Anfang fallen die Kinder nahezu ja fast immer irgendwie auf den Trick rein, den sie ausüben. Ja. Und danach dann nicht mehr. Beobachtet man da wirklich schon so eine Entwicklung des Selbstbewusstseins, sofern man das natürlich in der Kürze der Zeit sagen kann, weil die Kurse ja auch sehr kurz sind? Ja. Die Kinder entwickeln sich natürlich im Laufe des Kurses. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Wir haben dieses Kursprogramm schon extra auf den Zeitraum von 7 Wochen ausgedehnt, weil wir halt nichts davon von einmaligen Kursangeboten oder auch nur zweimal irgendwie am Wochenende. Alles das, was ich über einen langen Zeitraum erlerne, das internalisiert sich. Das heißt, das setzt sich bei mir auch fest.
Wenn das nur so eine kurzfristige Sache wäre, würde keine Verhaltensänderung dabei bewirkt werden. Und wir merken eben natürlich immer sehr differenziert, es gibt sehr unterschiedliche Kinder, dass die Kinder aber durchaus alle eigentlich ihre Fortschritte machen. Es ist selten, dass man merkt, das Kind ist einfach noch nicht so weit. Und dann signalisieren wir den Eltern dann auch, dass es besser wäre, das Kind noch nicht weiter am Kurs teilnehmen zu lassen. Das ist aber die große Ausnahme. Also ganz wichtig auf jeden Fall die Routine, die muss da vor Ort sein, ganz klar. Ja. Herzlichen Dank, Frank Henning, für das Gespräch. Gerne. Gleich bei uns auf der Jagd, Bärenjagd im Bogensportparcours. Das nach nur einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Clogs, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. In Diedelsdorf im Landkreis Gifhorn werden noch mit Pfeil und Bogen Bären gejagt. Allerdings Plastikbären. Denn dort ist der Bogensportparcours von Dirk Rössner. Jeder kann dort auf die Jagd gehen und nach Lust und Laune auf Plastiktiere schießen. Und nicht nur das. Der Sozialpädagoge baut Pfeil und Bogen sogar noch selbst. Henning Düber über eine Jagd der besonderen Art. Also Geduld und Ruhe ist ein gutes Rezept, was nicht heißt, dass man auch schnell schießen kann. Also das ist beides möglich, aber es hat auf jeden Fall viel mit Konzentration zu tun und sich in sich gehen, ein bisschen zurücknehmen und das Ziel ins Auge fassen. Und dabei kann sich Dirk Rösner viel Zeit lassen, denn auf seinem Bogensportparcours wird auf Silikonattrappen geschossen. Vor 17 Jahren entdeckte er das Bogenschießen. Seitdem ist aus dem Hobby eine Leidenschaft geworden. Vor ein paar Jahren eröffnete er den Parcours. Die Erfahrung des Bogenschießens, die kann man eigentlich schlecht mit Worten vermitteln. Man muss es einfach machen und wird relativ schnell von der Faszination überwältigt, würde ich mal sagen. Doch vor dem Schießen kommt der Bau. Vom Holz bis zum Bogen können bis zu 6 Monate vergehen. Der traditionelle Bogenbau braucht einfach seine Zeit, so Dirk Rösner. Er ist nämlich nicht nur Schütze und Besitzer des Parcours, er ist auch Bogenbauer. Und alles beginnt mit dem Entrinden eines Astes. Nachdem es etwa 2 Jahre abgelagert war, muss ich quasi erst mal herausfinden, ob sich das Stück überhaupt eignet, weil wie man hier sieht, befinden sich manchmal Äste unter der Rinde, die ich vorher nicht sehen konnte. Und deshalb kann ich erst entscheiden, ob ich den Bogen überhaupt weiterbaue, wenn die Rinde komplett drunter ist. Für den Bogenbau können verschiedene Baumarten verwendet werden. Esche oder Ahorn sind aufgrund ihrer Stabilität und Flexibilität besonders geeignet. Dirk Rösner muss sehr genau arbeiten. Daher werden seine Werkzeuge auch immer feiner, je mehr das Stück Holz seine endgültige Form annimmt. Der kleinste Fehler und die Arbeit kann von vorne beginnen. Das Wichtigste kommt zum Schluss, das sogenannte Tillern. Da schaue ich mir an, ob der Bogen sich schon einigermaßen harmonisch biegt. Das heißt, ich finde dann Stellen raus, wo es noch ein bisschen zu steif ist. Da würde ich dann halt entsprechend noch ein wenig Masse wegnehmen. Und ich sehe auch Stellen, wo er möglicherweise zu viel biegt. Und mit dem Prozess versuche ich das Ganze dann eben nach und nach in Harmonie zu bringen. Der Bogen muss eine Einheit bilden. Der Schütze muss die Harmonie des Bogens spüren. Der Bogen von Dirk Rösner hat die Eigenschaften erreicht. Nun kann er auf dem Übungsplatz getestet werden. Große Zufriedenheit, wenn der Pfeil perfekt seinen Weg ins Ziel findet. Die Harmonie stimmt.
Der Bogen kann nun von den Gästen genutzt werden. Für 7 Euro kann hier jeder mit Pfeil und Bogen auf Tierjagd gehen und sich durch den Wald in Dedelsdorf pirschen. Ja, mal eine ganz andere Art von Sport. In nur 8 Stunden mal eben nach New York, in knapp 2 Stunden nach Mallorca oder in nur 1 Stunde nach München. Wie komfortabel. Ohne Flugzeug geht es mittlerweile einfach nicht mehr. Und wir fliegen immer mehr. Heute ist der Tag der internationalen Luftfahrt und wir wollten von Ihnen wissen, wo fliegen Sie überall hin und wie sicher fühlen Sie sich in Zeiten von Billig-Airlines? Aileen Nöske war in Hannover auf Meinungssuche. Anlässlich des Tages der internationalen Zivilluftfahrt bin ich hier gerade am Hannover Airport. Inwieweit hat sich eigentlich Ihr Reiseverhalten verändert, seitdem man für wenig Geld durch die ganze Welt jetten kann? Bedeutet weniger bezahlen auch gleich einen Sicherheitsverlust? Nächste Woche das erste Mal. Und wo geht's hin? Nach Stuttgart. Ich bin lange nicht geflogen. Das letzte Mal war Mallorca, aber das war auch so ein Billigflug, ja. Darf ich fragen, wie viel Sie da jetzt nächste Woche für bezahlen? 100 Euro hin und zurück. Gar nicht, weil ich reise ausschließlich geschäftlich und das ein-, zweimal privat im Jahr ist unverändert eigentlich in Urlaub. Also hat er keinen Einfluss leider. Was würden Sie denn machen, wenn es kein Flugzeug geben würde? Ich meine, Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind immer geschäftlich unterwegs. Wie würde das aussehen? Gut, ohne Flugzeug muss man auf Alternativen ausweichen. Bahn, Auto. Also man nimmt natürlich auch mehr Flugangebote wahr, seitdem halt irgendwie dieser ganze Preiskrieg stattfindet. Und also auf jeden Fall positiv für den Kunden noch. Gar nicht, weil ich keine Zeit habe. Und finden Sie denn allgemein, dass billig auch gleich Sicherheitsverlust bedeutet irgendwie? Nö, habe ich eigentlich bisher noch nicht so gemerkt. Also vielleicht mehr Bequemlichkeitsverlust. Das schon, aber nee, Sicherheit glaube ich nicht. Eigentlich weniger. Ist genauso geblieben wie vorher auch. Nutzen Sie die Angebote nicht? Doch, teils, aber es gab ja vorher auch schon welche. Und da ich selbst in Luftfahrt tätig bin, weiß ich, wie der Preisverfall sich auswirkt, und zwar negativ. Finden Sie, dass billiger Reisen auch gleich Sicherheitsverlust bedeutet? Jein. Kann sein, muss aber nicht sein. Inwiefern meinen Sie das jetzt gerade? Ja, wenn das auf Kosten der Sicherheit geht, was bei einigen Fluglinien eventuell der Fall sein könnte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und bei einigen muss es nicht sein. Kommt drauf an. Also ich benutze ich also etwa 2-mal im Jahr. Ich fliege geschäftlich sehr viel nach Russland, bin da sehr viel unterwegs. Also die S7, die Aeroflot, die Lufthansa zum Teil, aber die gibt es hier alle nicht mit Billigflügen. Was würden Sie denn machen, wenn es gar kein Flugzeug geben würde als Transportmittel? Ich meine, Russland ist ja schon eine große entfernte Strecke. Das wäre ohne Flüge gar nicht möglich. Also ich bin innerhalb Russlands meistens 10 Tage unterwegs und die Anreise, das sind nach Westsibirien überwiegend 6.000, 7.000 Kilometer. Eine Richtung, das wäre eigentlich nicht denkbar. Hat sich da nichts geändert, weil ich mache immer Urlaub mit dem Motorrad, nicht mit dem Flugzeug. Sind Sie denn schon mal allgemein mit dem Flugzeug geflogen, oder? Schon ein paar Mal, ja, aber nicht in der Regel. Also als Jugendlicher mal nach London oder mal Urlaub mit den Eltern. Also Sie bräuchten eigentlich nicht unbedingt das Flugzeug als Transportmittel? Nee, ich eigentlich nicht. Wie gehört, nutzen einige Menschen die Angebote, um billig in fremde Länder zu fliegen. Und wir hoffen mal, dass der Sicherheitsaspekt darunter nicht verringert wird. Wegfliegen können Sie mit dem Gewinn aus unserem heutigen Adventskalender zwar nicht, dafür aber durch Niedersachsen tuckern. Und zwar mit einer alten Dampflok. Dafür müssen Sie wie immer nur einen Begriff unserer Kindergartenkinder erraten. Wir verlosen 10 Freikarten für die Museumsbahn in Bruchhausen-Vilsen, die exklusiv nur in den kommenden Tagen unterwegs ist. Die Karten haben einen Wert von 100 Euro und wurden von dem niedersächsischen Kleinbahnmuseum Bruchhausen-Vilsen gesponsert. Entschuldigung. Wenn Sie die Karten haben wollen, müssen Sie nur das hier erraten. Zu Ecken, unten und oben.
Und hat eine Fernbedienung mit Zahlen. Und das hat eine Antenne und kann man mit ferngesteuert spielen? Nein. Ja, wenn Sie wissen, was wir suchen und Sie die Fahrkarten für die Dampflok gewinnen wollen, mailen Sie uns Ihre Lösung an advent@frntelevision.de. Alle Informationen finden Sie natürlich im Internet unter frntelevision.de. Viel Glück. Ja, das war schon das Magazin. Gleich bei uns geht's weiter mit Tag auch. Heute geht es künstlerisch zu. Marien Steinacker hat einen Bildhauer besucht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder zur gleichen Uhrzeit einschalten. Bis dann. Tschüss.